Hallo und herzlich willkommen zurück zu DayZ auf den experimentellen Server 061. Ich habe es endlich mal zur TC Base geschafft und will euch endlich mal zu der Radiostation führen, die ich bisher schon einmal gesehen habe, aber leider vergessen habe aufzunehmen, beziehungsweise es gab einen Fehler. Und heute würde ich das gerne mit euch nochmal zusammen, alleine diesmal ohne Rico, anschauen. Auf jeden Fall gab es hier in der 061 eine kleine Änderung in der TC Base. Und zwar gibt es hier jetzt neu auch eine Radarstation tatsächlich, die wir uns gleich mal gemeinsam anschauen werden. Wenn ich denn dahin finde. Ich muss nur kurz mich orientieren und ja, freue mich dann auf die Radiostation. Wir haben da sogar letztes Mal ein Aug gefunden tatsächlich. Eine richtig geile Aug. Zwar ohne Mac, aber immerhin ist auch was wert, ein Aug einfach mal da in dieser Radarstation. Ist wow, auch eine Seltenheit. So, hier haben wir die Route, die nördlich von der TC Base wegführt. Oh Gott, was wird das denn, ey? Das Huhn ist in Rage Mode. Und diese Route führt uns auf direktem Wege zur Radiostation. Ich hoffe mal, dass uns hier keine Spiele auflauern. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal eine Stunde hochzurennen. Denn es gab auf dem Weg hierher echt viele Probleme. Und ich bin echt froh, dass ich das endlich geschafft habe und hier bin. So, seid gespannt. Wir werden gleich da sein und dann werden wir endlich mal erste Einblicke haben, was es denn mit dieser Radiostation auf sich hat. Da lag irgendwas. Es juckt mich aber nicht. Ich renne straight weiter. Und ich muss sagen, das Innengebäude, ich habe sie schon gesehen, das sieht ziemlich nice aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch allgemein dieser Ort, diese Station und auch allgemein dieses Gebäude, dieses Konstrukt, würde sich richtig gut für PvP-Events eignen. Wo man halt dieses Gebäude quasi auch verteidigen muss und die Angreifer dann es dann einnehmen müssen. Das wäre richtig nice als Event, aber wahrscheinlich erstmal nicht umsetzbar. Warten wir mal ab, bis es stable geht. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Es ist ein richtig nice das Gebäude. Allein schon diese einzelnen Fenster und so weiter. Aber gut, rennen wir mal hin. Und da wären wir auch schon, Leute. Einfach der Straße weitergefolgt und da ist das Prachtexemplar. Die Radiostation in der TC Base. Es sieht richtig geil aus, finde ich. Und tatsächlich spawnt hier, wie erwähnt, vorhin schon Loot. Und teilweise auch Waffen. So. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Ich dachte, das wäre ein Spieler, ey. Es ist mir kurz das Herz stehen geblieben, ne? Ist mir echt kurz das Herz stehen geblieben. Okay, machen wir den kurz und dann gucken wir mal. Ah, die Zombies sind echt pervers geworden, ne? Ist mal ohne Spaß. So. Gut, gehen wir rein, Leute, und schauen uns mal das Konstrukt hier an. Falls wir jetzt hier sterben, macht das eigentlich rein gar nichts, sobald wir das hier alles im Kasten haben, natürlich. Aber gut, so, die Inneneinrichtung finde ich schon mal richtig geil. Wir können notfalls selber auch mal die Waffe ziehen. Kam ja es im ersten Moment so U-Boot-mäßig vor, als wäre das so in einem U-Boot, aber ist natürlich eine Radiostation, kein U-Boot. So. Und natürlich mit verschiedenen Räumen. Das sieht richtig geil aus, finde ich. Das ist richtig gut gelungen. Da finde ich echt, da haben sich die Entwickler mal ein bisschen mit Mühe gemacht hier. Oh, hier steht noch mal ein einzelnes Regal und so weiter. Richtig nice, die Inneneinrichtung, finde ich. Und wie gesagt, hier spawnt tatsächlich auch schon Loot. Was wir aber gerade nicht brauchen. So, natürlich geht es in diesem Gebäude noch aufwärts. Und da oben haben wir, wie gesagt, schon letztens die Aug gefunden. Ich bin gespannt, ob die jetzt nochmal hier spawnen. Das wäre echt nice. Und ich hoffe, hier ist keiner drin. Ja. So, hier lag sie nämlich. Diesmal leider nichts Interessantes hier. Schade. Die lag hier echt richtig gut wie auf dem Präsentierteller. Fand ich richtig cool. Und hier ist so ein Maschinenraum, wo man halt diese ganze Radiostation leiten könnte. Auch sehr geil einfach.
So, ansonsten gibt es hier noch andere Räume, aber die sind dann nicht so spektakulär. Natürlich spawnt hier noch Munition, die wir natürlich nicht liegen lassen, so wie wir uns kennen. So, weiter geht's hier. Und das ist genau das, was ich meine. Hier, diese Löcher, wo man rausschießen kann. Ich finde das richtig geil, wenn man hier mal so ein PvP-Event hochziehen könnte. Hier auch diese unteren Fenster, diese Luken, wo man vielleicht auch mal eine Nade rauswerfen kann, ohne Scheiß. Das macht's richtig geil. Wo halt die Angreifer dann, dass sie halt einnehmen müssen quasi, ja. Das wäre richtig ein geiles Event. Vielleicht passiert es mal in der Zukunft, würde mich mega freuen, wenn das mal einer organisieren könnte, ohne Witz. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Muss ja erst alles mal stable gehen, wie gesagt, ist ja alles noch experimental. Und da kann sich ja, wie gewohnt, noch einiges ändern. Gut, so, hier sind beide so Löcher. Muss man aufpassen, dass da nicht reinfällt. Aber auch geil, da könnte man auch zum Beispiel runterschießen oder Nades reinwerfen. Wenn die Gegner das Haus schon, also das Gebäude schon ein bisschen eingenommen haben. Finde ich sehr geil. Und hier kann man rüberlaufen, aber auch Vorsicht, nicht runterfallen. Oder hier die ganzen Sniper aus den Gebäuden. Aus den Fenstern hier. Ziemlich nice gemacht. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Konstrukt hier findet. Falls ihr es das erste Mal gesehen habt jetzt, freut mich, dass ich euch hier ein bisschen einen Einblick zeigen konnte. Und ja, das war eigentlich so im Großen und Ganzen die Radiostation von der TZ Base. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal von außen an und dann verabschiede ich mich gleich. Was man natürlich auch machen kann, das habe ich noch gerade vergessen zu sagen. Hier gibt es noch einen, ist es ein Helm? Das ist tatsächlich ein Helm hier. What the hell, man. Cool. Wow, hier spawnt ein Helm sogar. Man kann tatsächlich noch ganz aufs Gebäude rauf, aufs Gerüst. Auch sehr geil. Hier ist die Treppe dazu. Da können wir auch mal kurz einen Einblick gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Aber ich glaube, wenn man hier reinfällt, ne, tatsächlich kommt man da auch nicht mehr raus. Oder? Ich glaube nicht, ne. Aber hier kann man auf jeden Fall auch rumlaufen auf dem Konstrukt und einfach mal auch die Landschaft genießen. Das war also somit mal die TZ Base. Richtig nice. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Würde mich natürlich über Kommentare und über eine Bewertung freuen, Leute. Und versuche natürlich in Zukunft auch Neuerungen zu präsentieren, falls es denn noch eine größere Neuerung geben wird. Neben dem Soundsystem hier und neben Mishkino. Und natürlich neben der TZ Base, aber ansonsten gibt es keine große Änderung tatsächlich. Cherno wurde ein bisschen umgestellt, aber das kommen wir dann vielleicht mal an, ein andermal zurück. Auf jeden Fall, Leute, das war die Radiostation. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.